Ida wird von Fürster Tornik weiter gefangen gehalten und auf die finstere Gefängnisfestung Schracken gebracht. Als Sissi und ihre Freunde davon erfahren, planen sie, Ida zu befreien. Prinz Franz und Prinz Karl werden von Morgasch als Geisel genommen. Ich vertrete hier Graf Andrasche während seiner Abwesenheit. Ich habe die Ehre, Ihnen mitzuteilen, dass Sie meine Gefangenen sind. Bei der turbulenten Befreiungsaktion läuft Ida jedoch dem triumphierenden Arkas in die Arme. Die Gefangene, sie ist hier! Ich habe sie in meiner Gewalt! That little queen would cry. See the lucky couple walking hand in hand. Never ever will she feel alone. Sissy, and so far away from sorrow. Sissy, you're the queen of fantasy. Sissy, always flying to tomorrow. No more pain and no more sorrow. Life's so wonderful to be. Endlich! Das ist der Tag, auf den ich schon so lange warte. Nach Schönbrunn! Höher! Es ist schon fast hell, Prinzessin. Es ist zu riskant, Andrasche zum Palast mitzunehmen. Wir bringen ihn zum Waisenhaus, Lord Butterscotch. Dort ist er sicher. Und Sie, fürchten Sie nicht, dass man Ihre Abwesenheit bemerken könnte? Die Kaiserin steht um 7 auf. Also haben wir noch ein bisschen Zeit, oder? Eine knappe Stunde, ja. Ihre königlichen Hoheiten! Der Grenzposten. Es ist immer noch weit bis nach Wien. Und uns bleiben nur noch wenige Stunden, um Ida und Andrasche zu finden. Sonst ist der Friede zwischen Österreich und Ungarn Vergangenheit. Legen Sie einen Zahn zu, Leutnant. Wir müssen so schnell wie möglich in Schönbrunn sein. Zu Befehl, Eure Hoheit. Bremst die Pferde an! Es ist 6:15 und die Prinzessin ist immer noch nicht zurück. Ich hoffe nur, dass ihnen nichts zugestoßen ist. Na, endlich! Sie... Haben Sie Elisabeth erwartet, Gräfin Mathilde? Wie kommen Sie darauf? Was für eine Idee! Die Prinzessin schläft noch tief und fest. Haben Sie auf die Uhr geschaut? Kommen Sie später wieder, Baroness. Später? Später! Seit gestern Abend lassen Sie niemanden zu Elisabeth vor. Sie behaupten die ganze Zeit, dass sie schläft. Einfach lächerlich. Ich werde mit der Kaiserin reden. Ich bin sicher, sie wird diesen Dauerschlaf höchst seltsam finden. Sissi, Sissi. Warum sind Sie noch nicht zurück? Ich könnte schwören, dass diese erbärmliche Elisabeth die ganze Nacht weg war. Aber bei der weiß man nie. Ich gebe keine Ruhe, bis ich sicher bin. Keine Sorge, Julai. Franz ist bald zurück und dann wird er dafür sorgen, dass man Ida sofort freilässt. In der Zwischenzeit, mein Freund, verstecken Sie sich hier. Hier, ziehen Sie das wieder über, um sicher zu gehen. Na gut, wenn es dann sein muss. Aber Hannal! Aber der Bär, er hat einen Kopf an einem Mann! Oh, ganz recht, Hannal. Aber hab keine Angst, dieser Bärmann ist ein guter Freund. Aber scht, es ist ein Geheimnis. Du darfst keinem etwas davon sagen. Nicht einmal deiner besten Freundin. Versprichst du mir das? Ich versprich's dir, Sissi. Die Stunde zerrinnt, Prinzessin. Wir müssen jetzt wirklich zum Palast zurück. Gut, gehen wir. Wir sehen uns bald wieder. Ha!
Butterscotch. Sie bringen Ida in den Palast zurück. Man wird die Kontrollen verschärfen. Sie werden den Wagen durchsuchen. Wenn man sie im Heu versteckt findet, stellen Sie sich den Skandal vor. Und wenn die Kaiserin herausbekommt, dass ich die ganze Nacht weg war, ist der Skandal noch größer. Was sollen wir tun? Ja, ich glaube, ich weiß einen Ausweg. Der Lord und ich kommen ohne Probleme mit dem Wagen durch. Sissy, du reitest mit Wirbelwind zum Parktor und wartest da auf mich. Ausgezeichnete Idee, Toni. Keine Sorge, Prinzessin, wir kriegen sie schon rein in den Palast. Ich hoffe, Sie haben recht. Wir sehen uns am Tor zum Park. Noch 10 Minuten, bis die Kaiserin aufsteht. Wir dürfen keine Sekunde verlieren. Hula! Ich muss unbedingt die Kaiserin sprechen, Cosima. Es ist sehr, sehr dringend. Aber es ist 7:05. Ihre Majestät schläft noch, Baroness. Weck sie auf. Es geht um die nationale Sicherheit. Ich will sehen, was ich tun kann. Wenn Sie bitte so freundlich wären, im Vorzimmer zu warten. Kommt alle her! Kraft die Tiere raus! Kraft sie raus! Ich sause zum Palast. Du weißt, was du zu tun hast. Keine Angst, lieber Lord. Ich habe alles im Griff. Was ist denn das? Das ist ja ein... Sag dir den Arsch. Lass du. Yes, yes, Lord. Bitte. Weißt du, Cookie, manchmal frage ich mich schon, was Sissy ohne uns zwei machen würde. Ihre Majestät, die Kaiserin. Nun, Helene, ich hoffe, dass du mich nicht umsonst aufgeweckt hast. Ich hasse es, geweckt zu werden, besonders so kurz vor 7:00. Ich bitte Sie demütigst um Vergebung, Majestät, aber es geht um etwas sehr Ernstes, etwas ganz Furchtbares, um Landesverrat. No, du. Hundi. Wirklich, Helene, was du mir da sagst, ist unglaublich. Aber es ist wahr, Eure Majestät. Sissy ist verstrickt in eine Verschwörung, zusammen mit einem gefährlichen ungarischen Rebellen. Durchlauchtigste Majestät! Durchlauchtigste Majestät! Ja, Lord Buttercooks, was gibt es? Etwas Schreckliches, durchlauchtigste Majestät. Aber bitte sehen Sie doch selbst! Ihre prachtvollen Tiere sind aus dem Zirkus ausgerissen. Das ist ein Albtraum. Eine Katastrophe. Jetzt kommen Sie, kommen Sie. So schrecklich ist das nun auch wieder nicht. In der Tat. Ihre Majestät muss sich über weitaus schrecklichere Dinge Sorgen machen. Oh ja, das ist wahr. Helene wollte mich gerade irgendwo hinbringen. Aber durchlauchtigste Majestät, Ihre prächtigen Tiere. Schon gut, Lord Butterkicks. Eigentlich finde ich Sie in meinem Park noch viel prächtiger. Aber Majestät, ich bitte Sie, die Prinzessin braucht ihren Schlaf. Ich möchte nicht, dass man sie stört. Sie wagen es, sich dem Befehl der Kaiserin zu widersetzen? Hier, bitte, Majestät, was habe ich Ihnen gesagt? Sehen Sie? Sehen Sie selbst? Ja, ich sehe sehr wohl. Ich sehe eine Prinzessin, die schläft wie ein unschuldiges Kind. Aber... Oh. Holla! Franz. Los, komm, lassen wir sie noch ein bisschen schlafen. Aber Majestät, ich versichere Ihnen... Genug, Helene. Das nächste Mal, wenn du schlecht träumst, behalte es für dich. Wecke mich nie wieder vor 7:00 auf. Und störe mich heute ja nicht mehr, egal aus welchem Grund. Und ganz gewiss nicht wegen weiterer Landesverrate. Sissy, Sissy. Sie schläft tatsächlich ganz tief und fest. Nichts gebrochen, Eure Hoheiten. Außer dem Rat nichts, Leutnant. Im Augenblick ist das schlimmer, als einen Arm zu brechen, sowas Dummes. Ich gebe nicht auf. Wir dürfen auf keinen Fall zu spät in Wien sein. Na los, Bruderherz, in den Sattel. Aber, königliche Hoheit... Wenn Sie das Rad repariert haben, bringen Sie die Karosse nach Wien zurück, Leutnant.
Vorwärts! Ja! Meinen herzlichen Glückwunsch, Graf Arkas. Sie haben eigenhändig die Flucht dieser kleinen Rebellin Ferengi verhindert. Sie unfähiger Trottel! Sie haben Graf Andraschi unbehelligt entkommen lassen. Ihn habe ich gewollt, nicht? Ida Ferengi. Jetzt läuft mir die Zeit weg. Meine Spitzel haben mir berichtet, dass Prinz Franz Ungarn verlassen hat. Er dürfte heute Abend zurück sein. Und bis dahin, so viel steht fest, muss ich diesen ungarischen Aufwiegler und sein Schätzchen für immer loswerden. Sie haben schon einen Plan, Exzellenz? Selbstverständlich habe ich schon einen Plan. Zur Tornik hat immer einen Plan, einen teuflischen Plan, einen genialen Plan. Kann ich... Sie können nicht, Graf Arkas. Diesen Plan werden Sie mir nicht verpatzen. Aber wenn Sie sich trotzdem nützlich machen wollen... Fangen Sie diese lächerlichen Kreaturen ein und bringen Sie sie aus dem Park. Weißt du was von Ida Ferengi? Sie ist hingerichtet. Ida Ferengi soll hingerichtet werden. Die Ferengi wird hingerichtet. Ida soll hingerichtet werden. Der Palastkoch hat gesagt, Ida soll hingerichtet werden. Fertig. Sie haben schon wieder gewonnen. Wirklich, meine Liebe, das ist unglaublich. Haben Sie in Herzensdingen ein ebensolches Glück wie bei den Karten, liebste Gräfin Mathilde? Oh, Lord Butterscotch! Ida ist zum Tod verurteilt worden. Aber... Sissi, wachen Sie auf! Es hat keinen Zweck, sie schläft wie ein Stein. Alle Leute in Schönbrunn wissen es schon. Und in ein paar Stunden weiß es die ganze Stadt. Wenn der arme Graf Andraschi das hört, kommt er sofort in den Palast gerannt. Und begibt sich dadurch in allergrößte Gefahr. Ich fahr besser zum Waisenhaus, um ihn davon abzuhalten. Und wir warten hier, bis Sissi aufwacht. Ich bin sicher, sie weiß, was wir tun können. Das hoffe ich, mein Junge. Wenn das stimmt, was du sagst, dass Ida um 6 erschossen werden soll, dann bleibt uns nicht viel Zeit, sie zu retten. So, der Herr Zirkusdirektor entfernt sich hastig. Da muss ja etwas ganz Faules vor sich gehen. Name, Spurze? Hallo, mein Kind. Sag mal, wie heißt du denn? Mein Name ist Hannel, Fräulein. Hannel? Sieh mal das kleine Kätzchen, das ich gefunden habe. Oh, ist das lieb. Gefällt es dir? Vielleicht schenke ich dir das Kätzchen ja, aber nur, wenn ich sicher bin, dass du auch gut darauf aufpasst. Oh, das werde ich, ehrlich, Fräulein. Sag mal, Hannel, wohnst du in dem Haus hier? Ist das ein gutes Zuhause für ein Kätzchen? Oh ja, Fräulein. Wissen's, das ist ein Waisenhaus und es ist voll von lauter netten Kindern. Wir könnten ihm Milch geben und... Sind da keine bösartigen Hunde, grausame Leute? Wilde Tiere und Bestien aus dem Zirkus von Lord Butterscotch? Aber nein, Fräulein. Naja, eigentlich ist da nur ein... Ein was? Sprich. Nein, ich kann nicht, weil ihr habt's versprochen. Na schön. Wenn du es mir nicht sagen willst, dann behalte ich das süße Kätzchen eben selber. Oh nein, Fräulein, bitte, warten Sie. Ich sag's Erna. Es ist nur ein Bärmann. Ein Bär? Na, ein Bärmann. Naja, es ist ein Bär mit dem Kopf von einem Mann. Aber er ist sehr lieb. Ich danke dir, du dummes Ding. Das ist alles, was ich von dir wissen wollte. Oh. Verschwindet! Halt ab! Macht es ihr fortkommt, ihr Biester! Oh, aber Fräulein! Bleib stehen! Bleib stehen, du komischer Vogel! Kruzifix! Stehen bleiben, hab ich gesagt! Oh! Meine Güte, Gräfin Mathilde, ich hab vielleicht geschlafen. Sissi, Prinzessin, endlich! Was macht ihr denn für Gesichter? Sagt mal, was ist denn jetzt schon wieder los? Hurra, Fran!
mich rufen lassen, Exzellenz. Stehen Sie bequem, Feldmarschall. Danke, dass Sie Ihre Manöver auf meinen Wunsch hin unterbrochen haben. Ich benötige Ihre Dienste bei einem Ereignis, das noch diese Stunde im großen Exerzierhof von Schönbrunn stattfinden wird. In Wiffern? Oh, nichts Spektakuläres. Eine Abteilung, Trommler, ein Geschütz. Nur das übliche Zubehör für die Erschießung eines Delinquenten und die Gefangennahme von Österreichs schlimmstem Feind. Aber schlimmstem Feind! Die Kaiserin kann so etwas doch nicht zulassen. Ich muss mit ihr reden. Das ist eine Staatsangelegenheit. Wenn Sie mich fragen, Ihre Majestät weiß nicht mal was davon. Aber sie will nicht gestört werden, egal aus welchem Grund. Und bestimmt nicht wegen einer Staatsangelegenheit. Ach, wenn Franz schon aus Ungarn zurück wäre. Na schön, dann kommt das mal wieder ganz auf uns an. Ida muss in dem Verlies sein. Wir gehen zu ihr und befreien sie. Ich bin sicher, es gibt durch die Geheimgänge einen Weg dorthin. Das glaube ich auch, Toni. Wir finden sie bestimmt. Und ich tue, was in meiner Macht steht, um zu verhindern, dass Fürst Zotonik zum Verlies hinuntergeht. Ja gut, ich danke Ihnen, Gräfin Mathilde. Viel Glück. Na los, kleiner Schnuffel. Komm mit. Sie könnten mir genauso gut sagen, wo sich Andraschi aufhält. Ich fasse ihn sowieso, wenn er kommt, um Sie zu retten. Wissen Sie, er glaubt, dass Sie noch in dieser Stunde... Komm, mein Kleiner. Ja, sag einmal, was ist jetzt das? Hier ist dein Spielkamerad. Braver Hund. Dämon! Mein Fuß, Dämon! Jetzt bist du dran. Oh, was für lustige Mützen. Was zum Teufel? Hey, Erso, was wollt ihr dir einschlagen? Hey du, komm zurück. Sissi, schnell, kommen Sie, da geben Sie mir Ihr Cape. Aber keine Zeit für Fragen, gehen Sie mit Toni, schnell. Da entlang. Du, dieser. Hey, ja was? Toni, ich habe auf dich gewartet. Prima Uniform, findest du nicht? Aber wo sind die Wachen hingekommen? Was für Wachen, Exzellenz? Prinzessin Elisabeth, aber... Fühlen Sie sich nicht wohl, Exzellenz? Vielleicht würde Ihnen ein bisschen frische Luft gut tun. Ich hoffe bloß, dass ich nicht der Grund für Ihr Unwohlsein bin. Ich wollte Ihnen nur einen kleinen Besuch abstatten. Aber wie kommen Sie in mein... Um mich dafür zu bedanken, dass Sie sich so gut um Plappermaul gekümmert haben. Schauen Sie, ist er nicht allerlieb? Zotonik, ist er euer verknickerter Sesselfurzer? Oh, du schlimmer Plappermaul. Wirst du wohl deinen Schnabel halten? Besser, wir verlassen Sie jetzt, Exzellenz. Tut mir leid, dass ich Sie so erschreckt habe. Und nochmals, vielen Dank. Die Gefangene, sie ist entkommen. Es war Elisabeth. Die Monarchie wurde verraten von der künftigen Gemahlin des Thronfolgers. Ich habe es gewusst. Keine Sorge, Exzellenz. Ich bereite eine wunderbare Überraschung für Sie vor. Eine Überraschung? Nein, bitte nicht. Ich habe genug von Überraschungen. Jetzt ist es soweit. Papi? Papi? Lass sofort deinen Trupp Soldaten herkommen. Zwei Toten? Wieso? Es ist keine Zeit für Erklärungen. Mach es schnell. Jawohl. Helene, was? Majestät, kommen Sie mit. Ich bitte Sie inständig. Wirklich, es geht um die nationale Sicherheit. Hey, was ist denn los, Helene? Folgt mir. Sissi, wie können wir Ihnen nur für alles danken? Es genügt mir, Sie in Freiheit und miteinander glücklich zu sehen. Ach, sind Sie nicht bezaubernd? Ja, fast so bezaubernd wie Sie, liebste Gräfin Mathilde. Die kaiserliche Karosse! Was?
und Soldaten. Woher wissen Sie, dass wir hier sind? Jemand hat uns verraten. Es ist meine Schuld. Da war so eine böse Frau mit schwarzen Haaren. Sie hat zu mir gesagt, dass sie mir ihr kleines Katzerl schenkt. Sie hat mich ausgeguckt und dann habe ich ihr von dem Bärmann erzählt. Oh. Hanna, du kannst nichts dafür. Diese Frau war Helene und die legt auch große Leute rein. Ich fürchte, jetzt haben sie uns. Hey, noch ist nicht aller Tage Abend. Jetzt, Majestät, werden Sie Zeuge der Gefangennahme der drei größten Feinde der Monarchie. Insbesondere der Gefangennahme einer Verräterin, die dem Kaiserhaus sehr nahe steht. Einer Verräterin, der alle blindlings vertraut haben. Hey, was wollt ihr denn? Passt auf, Kinder, passt auf! Geht mir aus dem Weg, ihr Wichte! Bis bald, meine Freunde, und viel Glück! Majestät, darf ich Ihnen den größten Feind der Monarchie vorstellen? Meine Sissi. Franz. Haben alles durchsucht, Herr Feldmarschall. Nichts Verdächtiges. Aber das ist unmöglich. Durchsuchen Sie nochmal alles. Diese Rebellen, diese Ida und dieser Andraschi, die müssen sich hier irgendwo verstecken. Die Eifersucht bringt dich noch um den Verstand. Meine Liebe, du machst dich lächerlich, einfach lächerlich. Ich weiß nicht, was hier vorgefallen ist und vielleicht will ich es auch gar nicht wissen. Aber irgendwas sagt mir, Sissi, dass ihr soeben den Frieden zwischen Österreich und Ungarn gerettet habt.